Kann man sich ja vorstellen, wenn man jahrelang zusammen in einer Mannschaft gespielt hat, wenn man auch gerade die letzten Jahre sieht, als er Mitglied des Aufsichtsrats war. Wir hatten ein extrem respektvolles Miteinander und ich glaube, die Achtung voreinander, die ging in beide Richtungen und insofern ist es eine Geschichte, die einen schon unheimlich berührt. Er hat Dynamo Dresden über Jahrzehnte geprägt. Er hat 100 Länderspiele, was in der DDR nur zweien vergönnt war. Ich hatte das Glück, bei seinem 100. Länderspiel mit auf dem Platz zu stehen. Also insofern, erübrigt sich das eigentlich. Den Dixi kannte jedes Kind und das hat er sich hart erarbeitet. Also ich war ja vor meiner aktiven Zeit bei Dynamo, war ich ja mehr oder weniger Fan als Fan im Stadion. Und ich weiß noch genau, als ich 80 die 4 Wochen Probetraining bei Dynamo Dresden hatte, mir ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich wusste ja gar nicht, kannst du den jetzt duzen oder wie auch immer. Ne? Da war man voller Ehrfurcht, voller Respekt und dann hat man über die Jahre gemerkt, Mensch, jetzt bewegt man sich auf Augenhöhe nicht. Dazu war er ganz einfach zu gut. Aber innerhalb einer Mannschaft und feiert gemeinsam Erfolge.